Der Sommer kommt und wir freuen uns auf warme Tage, das Schwimmbad, den Grillabend. Doch was, wenn es die Plusgrade zu gut meinen? 40 Grad im Schatten sind dann eher Qual als Genuss. Ein klarer Fall für die Handwerker der Klimatechnik, die jetzt im Einsatz sind, damit wir im Hochsommer ein Wohlfühlklima haben. Doch bevor die Hausklimatechnik im Mittelpunkt steht, schicken wir sie mit eiskalten Temperaturen auf Reisen. Denn Deutschlands schnellste Kaltfront ist mit 300 km/h unterwegs. Mit Deutschlands schnellster Kaltfront, die es auf sagenhafte 300 km/h bringt. Die hat hier ihren Ursprung, Kirchberg im Hunsrück. Mitten im Industriegebiet und weit ab einer Bahnstrecke verrät eine halbe Lokomotive, dass man im ansässigen Betrieb etwas mit Zügen zu tun hat. In der Halle arbeiten 45 Mitarbeiter mit einer Mission. Das Klima muss stimmen. Die Handwerker im Unternehmen Hermann schaffen aus Kabeln, Leitungen, Dichtungen, Kompressoren, Motoren und viel handwerklichem Know-how Klimaanlagen der Extraklasse, die sie in alle Welt schicken. Geschäftsführer Stefan Roschel. Wir stellen Klimaanlagen her für diverse Schienenfahrzeugbetreiber, die teilweise in Europa im Einsatz sind, teilweise auch weltweit, unter anderem Kiruna, Schweden, Adelaide, New Jersey, Malaysia, Schwerpunkt aber Europa. Ob in Australien, Afrika oder am Polarkreis, Lokomotiven werden überall gebraucht, Lokführer auch. Und die sollen sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen. Mit der richtigen Klimatisierung verbindet sich auf dem Fahrstand aber auch ein Sicherheitsaspekt, denn Konzentration ist gerade hier ganz wichtig. Ein Extrembereich, auch für die Hersteller der rollenden Klimatechnik. Eine Lok hat im Worst Case eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Muss man sich aber auch vorstellen, dass es Minimum ein Zwei-Schicht-Betrieb ist, teilweise sogar noch mehr. Sprich 365 Tage mit Minimum 16 Stunden und das über 30 Jahre. Macht rund 175.000 Betriebsstunden. In denen ist die Klimaanlage, meistens auf dem Dach der Züge installiert, nicht nur Wind und Wetter ausgesetzt. Da brutzelt die Sonne im australischen Outback bei plus 50 Grad auf die deutsche Technik, gibt es Schneestürme im Norden der USA. Zusätzlich wird die Technik aus Kirchberg geschüttelt und gerüttelt, was die Eisenbahnwelt hergibt. So übernimmt jeder einzelne Mitarbeiter aus ganz verschiedenen Bereichen eine hohe Verantwortung. Hier arbeiten Elektriker und Metallbauer, Klimatechniker und Ingenieure unter einem Dach. Sie entwickeln ihre Anlagen ganz individuell am Computer, setzen es aber auch einige Meter weiter in handwerklicher Arbeit um. Dass alles passt und der Platz in und auf der Lokomotive möglichst effizient ausgenutzt wird, probiert man dann in der halben Lok vor der Tür aus. Das gleiche Handwerk, aber ganz andere Einsatzorte. Die Klimatechniker im Unternehmen von Markus Knobs aus Adenau am Nürburgring haben sich auf Haustechnik spezialisiert. Auch hier greifen Handwerker verschiedener Gewerke zum Werkzeug. Denn auch die Badinstallation, Heizungstechnik oder Solarenergie gehören zum Leistungspaket. Ob beim Neubau oder wie hier bei einer Modernisierung im Bestand. Mit den steigenden Energiekosten rückten gerade diese Aufträge immer stärker in den Mittelpunkt. Doch auch für Neubauten, hier die Unterkünfte für die neuen Mitarbeiter der Nürburgring Erlebniswelt, haben Markus Knobs und seine Mitarbeiter ungewöhnliche Energielösungen. Hier wurde eine Pelletanlage installiert. Über 40 Wohnungen werden so umweltfreundlich und mit nachwachsenden Rohstoffen vor der Haustür klimatisiert. Um die Energieleistung zu decken, wurde die Anlage durch das Handwerksunternehmen mit ihrer Kapazität berechnet und maßgeschneidert im Keller eingebaut. Mit dieser Größe eine außergewöhnliche Anlage, die sich aber in wenigen Jahren über die Kosteneinsparung von Brennstoffen amortisiert. Nicht von der Stange. Das galt auch für die Klimatechnik in der neuen A-Akademie der Handwerkskammer Koblenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch hier kam das Handwerksunternehmen Knobs zum Einsatz. Der Chef über das Projekt A-Akademie. Wir haben die Errichtung der Beheizung, Klimatisierung und Belüftung des Gebäudes A-Akademie hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler errichtet. Die Beheizung und Klimatisierung erfolgt über eine Gas-Wärmepumpe, die hier im Außenbereich des Gebäudes installiert wurde. Nachgeschaltet sind Gebläsekonvektoren und Heizkörper. Die Heizkörper werden im Kühlfall elektrisch abgeschaltet und das Management der Anlage ist eine DDC-Regelung. Diese regelt, ob geheizt oder gekühlt werden soll.
So liefert ein System das gesamte Temperaturspektrum, ob Kühlung im Sommer oder Heizung im Winter. Eine moderne Form der Klimatisierung, die immer stärker nachgefragt wird. Von der Arbeit des Handwerkers werden die künftigen Nutzer der neuen Akademie besonders profitieren. Das jüngste HWK-Zentrum bietet dem Handwerk ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen, Service, Beratung und Schulung. Für das Handwerk vor Ort eine Anlaufstelle, die alles unter einem Dach verbindet. Informationen zur A-Akademie und ihre Fort- und Weiterbildungsangebote finden Sie unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Mein aktueller Tipp heute richtet sich an die Handwerker der Klimatechnik. Ab 4. Juli gilt die neue Verordnung im Umgang mit klimaschädlichen Kältemitteln. Ab dann ist auch die Installation von Kältegeräten mit fluoriertem Kältemittel aus dem Baumarkt durch Laien verboten. Informationen dazu gibt das Zentrum für Umwelt- und Arbeitssicherheit der Handwerkskammer Koblenz. Hier können Handwerker die Voraussetzungen zur Zertifizierung in Sachkundelehrgängen erwerben. Infos zu den Lehrgängen zua@hwk-koblenz.de.